So, wir sehen, es gibt ein neues Objekt. Was ist das für eins? Keine Ahnung. Halbleiter Rubin verkaufen wir. Strahlmunition behalten wir. Also ich würde die Waffen so behalten. Weil diese Kanone kann schon durchaus effektiv sein. Das ist aber so viel Plasma, die werden auf jeden Fall so. Ach, das ist ja safe. Ich bin so doof, echt. Ich bin einfach nur doof. Die nehme ich aber trotzdem mit. Ja. Okay. Ich war sehr irritiert, weil wir so wenig Zeug im Safe haben. Also vergleichsweise wenig, aber es lag ja daran, weil ich irgendwie so ein blöder verkauft habe. Aber es war ja gut, dass ich verkauft habe. Was haben wir denn für ein neues Objekt? Keine Ahnung. Kaufen. So, jetzt können wir nämlich, wenn wir das alles ganz geschickt machen, die Waffe und insbesondere die Waffe hier kapazitätstechnisch aufrüsten. Das machen wir auch. So. Also wichtig ist eigentlich nur, dass wir die Rig komplett auftunen. Stase und Kinese-Module eventuell auch. Ach so. Okay, das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich echt scheiße. Habe ich jetzt ein bisschen Mist gebaut. Dann ist egal, dann machen wir das einfach so. Machen wir das so. Dann lege ich die Laserkanone erstmal weg. Nehmen wir eine andere Waffe dafür mit, nämlich den Ripper. Oder den Flammen. Ne, ich nehme den Ripper mit. Hat er dann keinen Wert. Also wir müssen 3 Energieknoten mitnehmen, nur um die Kapazität für die Laserkanone zu erhöhen. Okay, gut zu wissen. Gut, dann machen wir das so. Dann werden wir jetzt erstmal den Apparat weglegen und nehmen dafür mit den Ripper. Gut. Jetzt müssen wir mal hier lang gehen. Plasma Cutter. Ausgerüstet, zwar nicht ganz voll, ist aber egal. Textlog, Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jägerwald, klingt deutsch, und Dr. Cross, Elisabeth. Achso, es geht darum, dass dieses außerirdische Objekt andere Zellen befällt. Das ist natürlich richtig scheiße. Jetzt bräuchte ich Laserkanonen. Jetzt bräuchte ich sie. Verdammte Kacke. Wo ist noch ein Tentakel? Da unten. Hui. Es sieht echt nicht schwer aus, das Vieh. Aber wie gesagt. Es kann ganz schön gemein sein. So. Werk. Lustig. Ja. Gut, ich habe nicht zufällig Energieknoten aus dem Nichts bekommen. Eigentlich schade. Ja. Oh! Hat's doch gelohnt. So. Sehr, sehr viel Strahlmunition. Gut, dann werden wir häufiger die Strahlenkanone nehmen können. Jetzt habe ich ja schon wieder Energie verloren. Ach so, wegen diesem Mistvieh im Kleinen. Das hat mir einen gegeben.
Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Ist schon die Anbaukammer, nicht die Wachstumskammer. Okay, gut. Gut. Ja. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Was? Wieso? Was tun da? Okay. Oh. Beide Arme auf einmal. Und auch eine Leistung. Oh, Energieknoten, das ist natürlich geil. Also am besten einfach auf die Schulter von dem Vieh schießen, wo diese gelben Stellen sind. Sehen das so ein bisschen aus wie Schwachpunkte. Scheint das Beste zu sein. Ich lade hier nochmal nach. Ach so, okay. Ist genauso aufgebaut wie das auf der anderen Seite, logischerweise. Ach so, jetzt schon. Gut, 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 gut. Gut, hier geht's auch wieder hoch. Ich geh erstmal hier links rein, ist egal. Ist das egal, von wo ich reingehe? Ja, ist egal. Ich weiß, dass wir diese zwei komischen Viecher drin. So, danke. Stase-Modul kann ich gebrauchen. Ist hier irgendwas? Also kommen wir jetzt eh lang. Was war das für ein Geräusch? Klang nicht sehr vertrauenserweckend. Über dich laufen. Hallo. Ach komm, ist egal. Ich kriege einfach nicht hin, die beiden, ne? Wo sind drei? Ach komm. Bist du schon wieder draußen jetzt oder was? Das war's? Echt? Was hier? Bei Alien Isolation können wir da jetzt irgendwie rein unten in den Schacht. Okay. Also hoch. Gut. Muss ich mich wohl dem Ganzen fügen. Nährstoffhass wird ersetzt. Ah, ja. Ja. Ist doch gut jetzt. Ja, komm, greif mich an. Nährstoffhass wird ersetzt. So. Als versteckt der Lump. Hoch. Gut. Ebene 2. Wie gehabt. Nach der 1 kommt die 2. So. Sehr viele Explosionsfässer. Eine Tür, wo wir noch nicht reinkommen. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Ich fahre jetzt mal in Ebene 3. Und da müssen wir nicht offiziell hin.
Und hier ist die Luft anscheinend sehr knapp hier oben. Ah, deswegen. Gut. Nebenaufgabe erfüllt. Ich frage mich, warum das Nebenaufgabe war. Eigentlich war es doch schon so ein bisschen auch Hauptaufgabe, oder? Na, ist egal. Wer braucht schon frische Atemluft? Wird überbewertet. Und wo waren wir denn vor? Achso, das war ja da, wo die Tür nicht aufgeht. So, Energieknoten erhalten. Speichern können wir ruhig mal. Kann nicht schaden. So, natürlich Hingabe ist jetzt Geschichte. Gut. Und herein ins Vergnügen. Oh nee, ich habe keine Impulskanone. Ist das scheiße. Ist das scheiße. Damit zielen. Ich werde sterben. Okay, das wusste ich einfach überhaupt nicht mehr, ne? Dass das jetzt kommt. Okay. Hui. Gut, wir haben so ein ominöses Loch, wo wir gestorben wären. Hier spricht Temple, stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Mach das. Eintritt Schwerelosigkeit. Gut, hier scheint sehr, sehr viel von diesem Gewebe zu sein. Also scheint nicht so zu sein, es ist einfach auch hier. Oh ja. Zu weit nach vorne. Warte mal. Ah, genau. Ich erinnere mich. Wand geschossen, ne, du. Ja, warum schießt du auf mich? Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ich bin einfach so schlecht, ne? Boah, wie viel ich jetzt gebraucht habe, wie viel Schuss, das ist ja echt peinlich. Weg mit dir. So. Energiekanonen-Munition, das ist gut. Kann ich das hier drauf schießen? Ein komisches Geräusch. Stasepack. Da hoch und da lang. Ach, hier rein oder was? Ist das richtig? Ja. Es gibt ja, wieso halten die so viel aus auf einmal? Geh mir nicht auf den Sack, bitte. Das war freundlich auszudrücken. So. Ja, die Kentra scheint damit anzufangen zu halluzinieren. Tja. Gar nicht gut. Was hier? Plasma-Energie, nehmen wir doch gerade mit. Und jetzt wieder zurück, oder wie? Also im nächsten Part dann Leviathan, oder wie? Oder wie, oder was?
Da lang oder? Hör mal auf, da runter zu gucken, du Vogel. Was? Ach, da war so ein Ding, also so ein Mensch, nennt sich das. Anscheinend eingesponnen. Aus. Finde ich viel besser. Wenn es aus ist. Da lang kann man direkt dahin? Ist so weit, oder? Hä? Achso, ist er schon. Gut. Ende der Schwerelosigkeit. Gut, Stasemodul haben wir jetzt nicht so wirklich verbraucht. Haben wir noch ein kleines Mini-Pack? Das wäre total hübsch. Ja, haben wir noch. Gut. Gucken, was uns jetzt noch so erwartet. Wir hören Stimmen. Hier lässt sich sehr schlecht laufen. Also der Verdacht liegt ja nahe, dass dieses Tentakel-Ding vom Leviathan stammt. Aber die Frage ist, warum war das dann auf einem ganz anderen Deck vorher schon mal? Weil, einerseits kann es eigentlich auch nicht sein, weil der Leviathan ist ja in diesem Nahrungsmittel-Nachschub-Dingensbums gefangen, quasi. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, das war das. Erwartet uns jetzt noch irgendeine böse Überraschung? Anscheinend nicht. Ich habe was gehört. Ich war es im nächsten Raum schon. Das war im nächsten Raum. Ich könnte mit der Strahlenkanone alle auf einmal killen irgendwie, aber der Ripper, der wäre jetzt auch geil gewesen, aber ich habe den Ripper, ja, ich Idiot. Also egal. War, glaube ich, ganz gut, weil ich hier aus der Distanz platt gemacht habe. Gut, du bist noch tot. Mal gerade gucken, Energieknoten. Ah, ich glaube, das bringt uns nichts. Nee, das bringt uns, glaube ich, gar nichts. Lassen wir erstmal. Hier waren wir überall drin. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Ich bin hier. So, gut. Das können wir jetzt bedienen. Das machen wir auch gerade. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Gut. Alles klar. Dann würde ich jetzt, weil ich kann mich nur noch ganz dunkel an den guten alten Leviathan erinnern, gucken, dass wir uns einigermaßen ausrüsten. Minipack groß brauchen wir, glaube ich, nicht. Das dürfte. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht mehr. Verkaufen, ja. Stasepack 1 müsste reichen. Plasmaenergie, Rippekling, Energiekanone bewegen. So, ich würde nochmal hingehen und nochmal hiervon 2 mitnehmen. Weil es ist halt ein Boss. Und ein Boss, ne? Beim Boss kann man durchaus mal ein bisschen Energie verlieren. Plasma-Energie, Düfterei, Schlaumunition. Weiß nicht, ob die überhaupt effektiv ist. Ich nehme einfach mal mit. Ripperkling. Okay. Zwei Knoten. Ich würde das 2 sagen. Alles klar. Dann speichere ich jetzt. Und beim nächsten Mal werden wir uns mit Leviathan treffen, würde ich sagen. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!